liebe Herr Weihbischof, liebe Seelsorger, liebe Gottesdienstbesucher. Heute ist für unsere Pfarrgemeinde ein endgültiger Tag. Nach langer Zeit des Wartens konnte unsere neue Kirchenorgel gesegnet und zum weiteren Gebrauch übergeben werden. Mit großer Dankbarkeit schließen wir heute aber auch den gelungenen Abschluss der weiteren größeren Projekte der letzten Monate in unserer Pfarrei ein. Nämlich die Innenrenovierung der Pfarrkirche und die Fertigstellung der Brunnenwand mit Friedhofserweiterung. Lieber Herr Weihbischof, mit Ihrem Besuch bei uns in Oberteisendorf wurde der heutige Jubeltag erst so richtig festlich gemacht. Als kleines Dankeschön überreicht Ihnen unser Pfarrgemeinderatsvorsitzender Christoph Fritzlinger eine Auswahl unserer drei Orgelweinsorten zugewiesen. Ich hoffe, er schmeckt Ihnen genauso gut wie unseren Leuten, denn wir haben hier von zugunsten der Orgel bereits viele Flaschen verkauft. Damit der Sekretär nicht mehr ausgeben muss, haben wir für ihn auch eine Flasche vorgesehen. Liebe Gottesdienstbesucher, ich denke, dass ihr verstehen könnt, was ich heute alles sagen möchte und was mir nach den vielen Monaten des Arbeitens und Wartens am Herzen liegt. Ich habe es im Konzept überschlagen und kam zu dem Ergebnis, dass dann meine Ansprache mindestens doppelt so lange werden wird, als die beeindruckende Predigt des Weihbischofs, und das will ich keinem von euch tun. Ich habe zusammengestrichen, was sowieso schon mitgeteilt wurde und bekannt ist, und kam zu dem Ergebnis, dass heute nur drei Worte wichtig sind, nämlich Vergeltungsverzahlung. Ich bedanke mich zuallererst bei unserem Herrgott, dass er über alle drei Projekte seine schützende Hand gehalten hat und alle Projekte ohne Personen- und Sachschäden optimal abgewickelt werden konnten. Unser Dank geht an die fleißigen Handwerker beim Bau der Brunnenwand, den Gerüstbauern, Kirchenmalern und sonstigen Firmen bei der Innenrenovierung der Kirche und besonders natürlich an den Orgelbauer Alois Linder und seiner Belegschaft für das Schmuckstück, das heute gesegnet werden konnte und künftig zur Ehre Gottes erklingen wird. Herr Linder, ich gratuliere Ihnen zu Ihren hochmotivierten Mitarbeitern, die einerseits perfekte Handwerker und andererseits auch wahre Künstler sind. Ich habe es Ihnen bereits vor einigen Tagen schriftlich mitgeteilt und wiederhole es hier nochmals. Ihre Mitarbeiter Uli und Christina waren in den letzten Wochen bei mir turnierend fast immer bei uns. Sie haben Großartiges geleistet. Sie waren bei uns stets willkommen und wir haben sie richtig ins Herz geschlossen. Lieber Herr Linder, im Nachhinein kann ich feststellen, wir haben Ende 2018 die richtige Entscheidung bei der Vergabe des Orgelauftrages an Ihre Firma getroffen, denn die Abwicklung hätte nicht besser laufen können. Auch bei den strittigen Punkten der Mehrkosten haben wir, wie ich meine, fair miteinander verhandelt und konnten einen Kompromiss finden, mit dem beide Seiten gut leben können. Für alles ein herzliches Weiters geht ein aufrichtiger Dank an die vielen freiwilligen Helfer beim Abbau der Orgel, beim Herein- und Hinaustragen der Gerüstteile, beim Aus- und Einbau der Kirchenbänke, bei der Lieferung der neuen Orgelteile und besonders auch bei den Frauen, die die Kirchenbänke in Staub und den Boden mühsam geschluckt haben. Ich habe nur die Stunden der größeren Arbeitseinsätze aufgeschrieben und da kam ich auf 33 Frauen und Männer, die insgesamt 293 freiwillige Arbeitsstunden geleistet haben. Dazu kommt noch die eine oder andere Stunde, die ich zwischendurch an den Baustellen zum Nachschauen oder zur Klärung von Fragen mache. Jetzt habe ich abschließend noch ein ganz dickes Dankeschön an die Spender und Unterstützer unseres Orgelprojektes zu sagen.
Privatpersonen, Firmen und Vereine haben großzügig gespendet. Die Ortsvereine haben solidarisch zusammengeholfen und Dorffest ausgerichtet und den kompletten Erlös dem Orgelprojekt gespendet. Die Aktionen aus unserer Pfarrei und vom Orgelausschuss, die derzeitigen Musicals des Kirchenchors, Orgelreihen und Orgelpfeifenverkauf sowie Orgelpfeifenpatenschaften waren jeweils ein riesiger Erfolg. Der Landkreis, das Kultusministerium und die Banken haben hohe Zuschüsse gegeben und auch in der Kirchenstiftung konnten wir aufgrund hoher jährlicher Haushaltszuschüsse durch die erfrischende Finanzkammer in den letzten Jahren einiges an freien Mitgaben bilden, die wir jetzt für die Orgel einsetzen können. Die Gesamtkosten der Orgel in Höhe von 235.000 Euro haben wir jetzt so gut wie beisammen und die Finanzierung verteilt sich auf 16% Zuschüsse, 43% aus Spenden und 41% aus Rücklagen der Pfarrei und Zuschuss der Finanzkammer. Die Spendenbereitschaft, nicht nur aus unserer Pfarrei, sondern auch von vielen auswärtigen Bürgern, war herausragend und bei jedem Einzelnen sagen wir ein herzliches Vergelt's Gott. Und 30 Tasten im Pedal. 17 Register stehen dabei
der Organistin zur Verfügung. Die größte Pfeife hat eine Länge von 2,40 Meter und die kleinste Pfeife nur 1 Millimeter. 300 Kilogramm Zinn und 110 Kilogramm Blei wurden für die neue angefertigten Pfeifen, vor allem für die großen Prospektpfeifen, bei der Firma Meisinger in Zielbach geschmolzen, gegossen und auf Stärke geholt, bevor sie dann zu den Pfeifen verarbeitet werden konnten. Ungefähr 120 Meter Messingdraht in allen verschiedenen Stärken sind in der Traktor- und im Spieltischbeorge verbaut. Fast 600 Meter dünne Holzleisten, sogenannte Abstrakten, haben wir in der Orgel von den Tasten bis zu den Ventilen verbaut. Das Leder von 8 Schafen und 2 kleinen Ziegen wurde für die Ventile und die Balkbeliederung verwendet. Ungefähr 3,5 Kubikmeter Fichtenholz für das Orgelgehäuse und 2 Kubikmeter schönes Eichenholz für die Windladen und die Traktoren, die Technik der Orgel, dazu ein Kübel von Leim, ein paar Schrauben und sonstige Teile. Zum Schluss haben wir ungefähr noch 300 Farbe gebraucht und auch ein bisschen Gold, das an die Orgel gekommen ist. Wir haben uns bemüht, eine schöne und für den Raum passende Orgel zu bauen, und bedanken uns bei der Weihbischof für den Segen der Orgel, bei der ganzen Pfarrei für den Auftrag und die wirklich schöne Zusammenarbeit. Am Ende dieses Gottesdienstes kommt auch nicht nur ein herzliches
Tapete wieder ein gescheites Instrument zu haben. Arena, ein ganz herzliches Vergeltslot. Dankeschön. Und natürlich der Gesangssolistin auch ein herzliches Vergeltslot, dass sie uns heute auch hier unterstützt hat. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Applaus. Thank you.